Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Raft. Erstmal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade hiermit fertig geworden sind mit der Yacht. Und ja, das Gute ist, wir haben hier alles, also wir brauchen von hier aus nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, geht's jetzt erstmal nochmal rüber hier hin. Zum Glück haben wir alle mechanischen Teile gefunden, die wir finden mussten. Fragezeichen, warum sind hier trotzdem noch welche? Sag mir gerade, das ist wahrscheinlich, wenn man zu wenig auf dem Schiff findet, kann man noch außenrum welche finden, richtig? Warte, was sagt denn überhaupt das Tagebuch? Ja gut, ich habe ein Aufnahmegerät und noch zwei mechanische Teile. Cool. Achso, man hat hier verschiedene Seiten. Okay, dann geht's jetzt nach Balboa. 9108. Das ist unser nächster Kurs. Kurs. Meine Güte. Und ich muss noch dran denken, die Rezepte freizuschalten, wenn ich an Bord bin wieder. Denn überlegt mal, wir haben einen Motor und wir haben ein Lenkrad. Es fehlt zwar noch einiges für ein, sagen wir mal, ein funktionierendes Schiff. Aber immerhin haben wir es. Ach, man hätte auch so rauf gekonnt. Okay. Nee, ist gut. Wir haben ja jetzt alles, ne? Jetzt schippere ich erstmal in die Richtung los. Damit ich schon mal von hier wegkomme. Und ich gucke jetzt auch nochmal, dass ich alle Sachen einlagern, die ich einlagern kann. Ist gar nicht mal so viel, was ich einlagern kann, vermutungsweise. Ach so, ja. An dem Tisch schalten wir jetzt frei. Lenkrad und Motor. Gut. Wisst ihr, was ich jetzt mal wissen will? Ich habe ja jetzt die. Ich kann es nicht da reinwerfen. Okay. Was ich aber reinwerfen kann, sind die hier. Auch nicht. Okay. Hätte ich jetzt erwartet irgendwie. Aber anscheinend ja nicht. Was ist das denn? Kugelbrühe? Eine etwas unheimliche, aber durchaus nahrhafte Mahlzeit. Okay. Oh, ein erfrischendes Getränk für einen heißen Sommertag. Ein gesundes Getränk. Okay, da muss man auch ab und zu mal lesen. Na gut.
Warte, was habe ich denn da überhaupt? Ja, achso, kann ich gar nicht. Aber ich kann es ja auch nicht hier reinwerfen, ne? So, es gibt so Sachen, die kann ich einfach nirgends. Ne, kann ich da einfach so nicht reinwerfen. Dann gehören die auch entsorgt. Und die Blaupausen ist eigentlich dasselbe Thema. Aber ich schmeiße sie trotzdem mal rein. Empfänger, Antenne, Stirnlampe, Recycler. Alles sehr schöne Baupläne. Na gut, dann gucken wir mal wieder nach. Das war 9108. Und das ist. Würde ich sagen, 1800 etwas in die Richtung. Kommt das Segel überein? Ja, gut. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir, sagen wir mal so, Rückenwind haben und ich hoffentlich auch hier hinkomme. Ich gucke auch nochmal. 9108. Doch, doch. Ziemlich safe, dieser Kurs. Ja, das wird eine Weile dauern. Weil wir ja Gegenwind haben momentan. Und nicht mitführenden Wind. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Nämlich wieder Mahlzeit unterbringen und alles hier. Und eine Menge Fleisch vor allen Dingen. Aber ich würde sagen. Wir sammeln mal hier alles raus. Dann haben wir nämlich noch mehr zu sortieren. Ein Schwung da rein. Und von den neun packen wir da rein. Und das noch. Gut. Sieht doch prima aus, so langsam. Was sagt das GPS-Ding? Noch 1860. Okay, also es wird eine Weile dauern, deswegen würde ich sagen, ich setze das hier noch ein bisschen mehr in die Richtung so. Daher das jetzt eine längere Fahrt wird, pausiere ich mal ganz kurz den Timer und ich pausiere auch gleich die Aufnahme. Und wir sehen und hören uns dann gleich mal wieder vor Balboa Island. Ne? Weil ich glaube, das eine Insel ist. Hört sich irgendwie nach einer Insel an. Von daher, würde ich sagen, bis dahin, bis gleich. Leute, es gibt ein kleines Problem. Ich habe gerade mal nochmal nachgeguckt bezüglich der Tatsache, ja, ob ich mich von Fleck bewege. Das Ergebnis ist leider drückenderweise nein. Also wenn ich jetzt hier nachgucke und das Ding.
nicht die Batterie entnehme, sondern nur einfach anschmeiße. Wir schippern immer weiter davon weg und nicht drauf zu. Was für mich bedeutet, ja, richtig, das habt ihr richtig erkannt, ich muss einen Motor bauen. Was zur Hölle, dachte ich mir gerade. Aber gut, es verhält sich sehr einfach. Wir brauchen dafür 5 Metallbahnen, 5 Seile und eine Leiterplatine. Es hat auch noch einen Haken. Kommt ihr drauf eventuell? Nur ganz eventuell. Richtig. Motor, kein Strom. Ich bin auch überrascht, aber ich nehme das jetzt erstmal entgegen. Eine Leiterplatine. Ich brauche noch einen Clipper. Ich nehme mal sicherheitshalber 2 mit. So. Quatsch, Segel. Und Motor. Benötigt Planken. Alles klar. Oh, es benötigt einfach 20 Planken auch in der im Aufbau. Ist ja gut. Dann können wir halt, stopp, bevor wir das machen. Wie man im Hintergrund den Hai vorbei schweben sah. Also hier oben. Oh, und ich habe das Gerät laufen. Das braucht aber auch extrem viel Strom. Wie ihr seht, wir sind jetzt bei 1952. Also es geht immer weiter weg. Allerdings kommt da auch gerade ein Floß auf uns zu. Ich hole mir noch das Floß. Und dann mache ich alles weitere. Okay. Ich kann sogar Steine, wenn es danach geht, rein tun. Okay, ist ja in Ordnung. So. Viel wichtiger ist, wir fahren mal das Segel ein. Jetzt gucken wir. Dass wir mal Bäume choppen hier. Oder anders gesagt, Bäume fällen.
go. Hier. Okay. Achso, da habe ich ja schon. Und das hier rein. Und bevor weitergeht. Oh, durch einen Glitch einfach mal hochge. Oder was heißt Glitch? Durch einen Lag. Einfach mal hochgeschleudert worden. So, Paddel brauchen wir dann dementsprechend auch nicht. Und ja, wie gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht vom Fleck kommen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben 106 Tage überlebt. Nur um dann festzustellen. Jetzt mal geguckt, wo es ist. Spruch, Schild, Kalender. Hose. Offenes Buch, Papierstapel. Kettenschneller. Besteck. Uhr. Klumpsklo. Holzbadewanne. Ich glaube, es ist noch irgendein wichtiges Item, mehr oder minder wichtig. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Also 24 mal 25. Wenn ich das jetzt richtig rechne. Ach ja. So. Was? Ich habe 600 Plattformen. Uff. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist
Wir haben 600 Plattformen, das heißt, ich brauche 3 Bus pro Seite. Uff. Das kann jetzt dauern. Wir brauchen auf jeden Fall 5 mal 5 Metall, sind 25. So, wir brauchen 5 mal 5 Seil, ist auch wieder 25. Wir brauchen 5 Leiterplatinen. Habe ich verzählt, ein bisschen mehr Kupfer noch. So. Was brauchen wir noch? Zwei, drei, vier, fünf. Und ein paar zerquetschte wegen Antrieb selber. Okay. Oha, ey. Das ist echt hart. Und das frisst ordentlich Holz. Wir kriegen zwar auch wieder ordentlich Holz nach. Aber jetzt für den Anfang. Bis die Dinger erstmal voll sind. Okay. So, jetzt sieht das, glaube ich, gut aus, ne? Ja, wir bewegen uns. Sehr schön. Die Motoren machen ihre Arbeit.
Und wir müssen eigentlich schon wieder nach ganz woanders hin. Okay. Was braucht denn das Lenkrad? Das werde ich zwar jetzt nicht mehr fertig bekommen, aber ich will es trotzdem nachgucken. Wir brauchen dafür also Seile. 4 Stück. Viermal Metall. Zweimal Scharnier. Und wir brauchen noch 10 mal Schrott. Und ich würde sagen, das setzen wir hier hin. Oha, wir können unser Floß drehen, Leute. Warte mal, was sagt denn jetzt das Navi? Jetzt langsam in der richtigen Richtung. Ach nee, warte. Richtige Richtung ist, wenn die mittlere Linie drauf zeigt, ne? Jetzt. Genau. Also. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Dann sind wir vermutlich endlich bei Balboa Island. Und ja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns dementsprechend wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.